Tornadoartige Gebilde über dem Tal La Tereta in Katalonien. Es sind Flugbahnen eines Schwarms von Geiern, die hier südlich der Pyrenäen leben. Sichtbar gemacht vom spanischen Fotografen Xavi Bou. Schau mal, wunderbar. Jetzt ist es richtig schön. Jetzt versammeln sie sich alle und formen sich zu kreisenden Bewegungen. Todos juntos, volando concéntricamente. Um die kreisenden Flugbahnen der Vögel abbilden zu können, muss Xavi Bou Dutzende Aufnahmen pro Sekunde machen. Meine Absicht ist es, nicht ein weiteres Bild eines Geiers zu machen, so wie wir es bereits kennen, sondern eine neue Form der Schönheit zu zeigen, die die Natur bietet. Eine Schönheit, die sich aus den Bewegungsmustern ergibt. Die Ergebnisse seiner Arbeit gleichen kalligraphischen Kunstwerken, von Vögeln in den Himmel gezeichnet. Geordnete Muster startender Kormorane. Die Flugbahn einer Silbermöwe. Oder Bewegungen von Eissturmvögeln und Papageitauchern in Island. Xavi Bou lebt in Barcelona. Seit 8 Jahren arbeitet er an seinem Fotoprojekt Ornithographias. Zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern für Vogel und Schreiben. Der ehemalige Modefotograf verkauft seine surreal wirkenden Bilder weltweit. Diese Muster waren immer unsichtbar für uns, denn unsere Wahrnehmung ist auf Augenblicke beschränkt. Was wir hier sehen, sind ein paar Sekunden, die auf einem Bild verdichtet wurden. Es ist so, als wären wir in der Lage, ein paar Sekunden als einen Augenblick wahrzunehmen. Das ist unmöglich, aber so können wir das. Für ein Bild legt Xavi Bou hunderte von Fotos akribisch übereinander. Die in kurzen Abständen geschossenen Aufnahmen folgen dem Prinzip der Chronofotografie. Ein in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickeltes Verfahren, um Bewegungsabläufe zu erfassen. 1878 konnte der Brite Edward Muybridge so nachweisen, dass Pferde im Galopp für Millisekunden in der Luft schweben. Auf Xavi Bous Bildern hingegen lassen sich kaum einzelne Vögel erkennen. Was zählt, ist das Muster der Bewegung. Manche Menschen erkennen darin einen DNS-Strang, einen Draht oder Computergrafiken. Und das ist es, was mich interessiert. Was erkennt man auf einem Bild, wenn man es zum ersten Mal sieht? Als kleiner Junge beobachtet Xavi Bou mit seinem Großvater zahlreiche Vogelarten. Seitdem ist er von Vögeln fasziniert. Für seine Motive muss er nicht weit reisen, denn Vögel, so sagt er, umgeben den Menschen überall. Wie im Parc de la Ciutadella in Barcelona. Jetzt, in diesem Moment, sind wir umgeben von Vögeln. Unterschiedlichsten Geräuschen und Klängen. Und weil wir immer nur mit uns beschäftigt sind, entgeht uns das. Ich möchte an die Neugier der Menschen appellieren und dass sie einmal nach oben schauen und all diese Schönheit genießen. Innehalten mit den Mitteln der Hochgeschwindigkeitsfotografie. Xavi Bou verdichtet die Zeit und macht so Unsichtbares sichtbar.